Lineare Lerntechnik. Lineare Lerntechnik bedeutet, wir geben dem Stoff eine Reihenfolge. Dazu verwenden wir vor allen Dingen vier Techniken. Einmal die Schlüsselworttechnik für abstrakte Wörter, dann die Major-Technik für Zahlen, die Geschichtenmethode für die Aneinanderreihung von einzelnen Bildern und die Loci-Methode für das Auswendiglernen von langen Listen von Bildern. Warum lineare Lerntechnik? Die Aufwandskurve wird durch die Verwendung von Lerntechniken und die Vermeidung von Ähnlichkeitshemmung linearer. Das bedeutet, wir haben vielleicht etwas mehr Aufwand pro Stoffeinheit, aber wir haben nicht das Problem, dass wir dauernd durcheinander kommen. Und dadurch kann es durchaus sein, dass wir insgesamt mit weniger Zeit auskommen. Es existiert auch immer ein bestimmter oder mindestens ein Pfad durch den gesamten Stoff, der garantiert alles abdeckt. Dieser rote Faden sollte am besten möglichst sinnvoll sein, aber wir haben da absolute Gestaltungsfreiheit. Aus nicht vollständig bekannten Gründen sind diese Techniken extrem effektiv. Der erste Schritt für die lineare Lerntechnik ist, dass wir Bilder brauchen. Das Gehirn denkt in Bildern und unsere Vorstellungskraft ist entscheidend für unser Gedächtnis. Wenn wir uns etwas gut genug vorstellen, behalten wir es auch. Wenn wir uns Dinge nicht so gut vorstellen, vergessen wir sie schneller. Wir müssen für unsere Bilder alle Dimensionen benutzen. Oder wir sollten alle Dimensionen benutzen. Einmal die erste Dimension ist vielleicht visuell. Das sind Bilder, die wir sehen können. Wir können akustisch arbeiten, das heißt, wir können Töne hören, wir können Stimmen hören. Fühlen ist die sensorische Komponente, auch oft kinästhetisch genannt. Dabei fühlen wir einmal zum Beispiel die Textur eines Objektes, wir können aber auch das Innenleben eines Objektes fühlen. Wenn wir zum Beispiel eine Orange uns vorstellen, die wir in der Hand halten, dann fühlen wir einmal die Textur, die Oberfläche, die Temperatur und wir fühlen aber auch so ein wenig das Innenleben, das halt etwas weicher ist und wir wissen auch, dass es die Kompartimente in einer Orange oder Zitrone gibt. Okay, die nächsten beiden riechen und schmecken, diese Dimensionen sind einerseits der effizienteste oder einerseits die effektivsten Zugänge zum Gedächtnis. Gerade auch, weil Riechen und Schmecken vielleicht auch die ältesten Funktionen von Nervensystemen sind, entwicklungsgeschichtlich. Aber leider sind Riechen und Schmecken sehr unpraktische Dimensionen in der Lerntechnik. Das heißt, wir können uns nicht zu allem einen guten Geruchssinn oder wir können uns nicht zu allen Bildern eindeutige Gerüche oder Geschmäcker vorstellen. Das ist insgesamt relativ unpraktisch. Es gibt Menschen, die haben einen extrem guten Riecher und sehr gut ausgeprägte Vorstellungskraft, was den Riechsinn betrifft, aber das ist die absolute Ausnahme. Schlüsselwörter. Wir haben oft abstrakte Wörter. Manchmal sind diese Wörter auch gar nicht so abstrakt. Zum Beispiel der Pharynx ist ein anatomisches Gebilde, das man sich gut vorstellen kann, aber es ist für nicht so richtig anatomisch Gebildete auch nicht so einfach, sich das alles zu merken. Also benötigen wir einfache Bilder, die wir uns gut vorstellen können und die wir in den Lerntechniken verwenden können. Beispiel: Government. Da habe ich Koffer. Als Beispiel genannt, Koffer hört sich so ähnlich an wie Cover, phonetische Ähnlichkeit und da können wir den Koffer als Symbol verwenden. Malat ist eine chemische Verbindung,
Ich repräsentiere sie als Mammut und Salat. Das ist quasi so eine Verbindung. Man könnte sich so vorstellen, dass ein Mammut Salat frisst. Wie man sieht, ein sehr gutes Bild. Wir können uns vorstellen, wenn wir das Mammut streicheln, dass wir das Fell gut fühlen können. Wir können vielleicht hören, wie das Mammut schmatzt, wenn es den Salat frisst oder mit dem Rüssel den Salat aufnimmt. Azidose. Azidose ist ein Symptom, wenn ein Organismus zu viel Säure hat, ganz vereinfacht ausgedrückt. Und mein Bild dafür ist die Nazidose. Das ist eine Dose mit Hakenkreuz drauf, ist ein relativ gutes Bild, da es sich quasi genauso anhört wie die Azidose selbst. Dann haben wir den Pharynx, ist eine anatomische Struktur. Und da habe ich den Pharao gewählt, eben wegen der Ähnlichkeit PHAR, also Pharynx. Als nächstes habe ich einen Begriff aus Jura bzw. BWL, das Eigenkapital. Und hier haben wir ein Wort, was im Prinzip jedem was sagt. Aber wir müssen es trotzdem als Bild verwenden oder als Bild umschreiben, weil das Eigenkapital an sich nicht so richtig greifbar ist als Bild. Und wir können es ganz schlecht auf irgendwelche Logikpunkte verknüpfen. Also habe ich hier als Bild gewählt Ei mit Kappe. Das kann man sich so vorstellen wie im Comic, wenn da so ein Eimännchen eine Baseballkappe auf hat. Ein recht nettes Bild. Die Metatechnik verwenden wir, um Zahlen zu kodieren, um Zahlen in Bilder zu verwenden. Das Prinzip ist, dass wir erstmal zwei Ziffern haben. Diese zwei Ziffern bilden wir nach einem Schlüssel in zwei Konsonanten um. Zum Beispiel 1 ist T und D, 2 ist N, 3 ist M. Ich will das jetzt hier nicht alles deutlich oder alles ausführlich erklären, das kommt vielleicht in einem anderen Video nochmal. Aus diesen zwei Konsonanten bilden wir dann, indem wir dort Vokale einbauen, ein weiteres Wort oder Bild. Und man kann auch drei oder vier Ziffern verwenden, aber die klassische Anwendung sind zwei Ziffern. Das reicht erstmal völlig aus für den Anfang. Zum Beispiel 7, 8, also 78, ist einmal 7, ist K und 8 ist F und W. Wir haben jetzt hier als Beispiel Kaffee bzw. Kiwi. Kann man sich aussuchen, was einem lieber ist. Dann haben wir die 10 ist 1 und 0, T, D und S oder Z. Da habe ich hier die Tasse gewählt. 0, 7 ist die Socke, gegen 0 ist S, Z und 7 ist K. Der zweite Schritt ist, wir müssen diese Bilder in eine Liste formen. Und es gibt verschiedene Listen. Die Körperliste, da verknüpfen wir Bilder an den Körper. Das will ich jetzt hier nicht weiter erläutern. Die Geschichtentechnik und die Logitechnik will ich jetzt genauer erklären. Die Geschichtentechnik besteht darin, einfach die Bilder zu verknüpfen in einer Art Geschichte. Als Beispiel habe ich hier gewählt das Tor also Tor ist der nordische Gott Tor, durch ein Tal geht. Dabei bleibt er mit seinem Bein hängen an einem Schal. Er stolpert über einen Schal und fällt dabei aufs Maul. Und diese Bilder, die symbolisieren die Zahlenreihe 1, 4, 1, 5, 9, 2, 6, 5, 3, 5. Zufälligerweise die ersten 10 Ziffern von Pi. Bei der Logitechnik verwenden wir Haken oder Punkte entlang eines Pfades. Dabei verwenden wir bekannte und weniger bekannte Orte.
Ein klassisches Beispiel für Anfänger ist die eigene Wohnung. Dabei fangen wir dann zum Beispiel an bei der Tür, verknüpfen dort ein Bild, dann gehen wir zum Beispiel links der Wand entlang und sagen, okay, wir legen auf die Kommode, legen wir das nächste Bild, dann vielleicht auf den Schuhschrank, je nachdem, wie eine logische Reihenfolge dieser Punkte ist, legen wir dann diese entsprechenden Punkte, legen wir diese entsprechenden Bilder ab. Wir können das Ganze auch in Kombination mit der Geschichtstechnik verwenden. Zum Beispiel können wir eine Geschichte bilden aus mehreren Bildern und dann diese Geschichte auf einem Logikpunkt sehen oder verknüpfen. Die Reihenfolge kann bedeutungslos sein, da muss kein Sinn hinterstecken, aber wir können die Reihenfolge auch ausnutzen. Denn wenn wir diese lineare Lerntechnik verwenden, haben wir die Möglichkeit, die Reihenfolge festzulegen und wir können uns genau an die Reihenfolge erinnern, die wir vorher beim Lernen festgelegt haben. Wir können zum Beispiel